ihr Lieben, herzlich willkommen. Ich grüße euch aus tiefstem Herzen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe euch im letzten Kartenlegung-Video versprochen, dass es diese Woche ein bisschen mehr von mir gibt, ein bisschen mehr Content, ein bisschen mehr Bella Life, Bella Style, whatever. Ich hau einfach diese Woche ein bisschen was raus, was da so gerade in mir sich bewegt und gern in die Welt hinausgetragen werden möchte. Und ein Aspekt ist natürlich meine Malerei. Ich liebe es und praktiziere es nun schon seit mehreren Jahren. Und daraus ist das Atelier entstanden, die Kreativworkshops und im Endeffekt ganz zum Schluss tatsächlich auch das Coaching. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Teil in meinem Leben. Und das ist ein Teil, mit dem ich meiner Seele ermögliche, sich auszudrücken, die Geschichten, die Erfahrungen, die Erkenntnisse in die Welt zu tragen. Und dafür habe ich bisher in den vergangenen Jahren, seit 2016, regelmäßig Ausstellungen genutzt. Oder besser gesagt, ich habe selber Ausstellungen durchgeführt und habe somit Menschen ermöglicht, mit Kunst in Berührung zu kommen. Und ganz speziell das Anliegen aus meinem Herzen war immer, mit meiner Kunst Bewusstsein zu schaffen, neue Möglichkeiten, neue Sichtweisen aufzuzeigen, einfach ganz andere Räume, ganz neue geistige Räume zu öffnen, um einfach die Welt nicht nur aus der eigenen Sicht und vielleicht auch eingefahrenen Strukturen zu sehen, sondern auch eine andere Sichtweise, das heißt einmal die andere Seite, quasi einmal vor der Leinwand, einmal hinter der Leinwand zu beleuchten und dadurch für sich selber neue Erkenntnisse zu gewinnen und auch einfach einen neuen Raum für Bewusstsein zu schaffen. Und da das aufgrund der aktuellen Situation sehr schlecht möglich ist, Ausstellungen gerade aktiv durchzuführen, denn für mich ist tatsächlich immer der persönliche Kontakt, die persönlichen Gespräche, die persönlichen Rundgänge in Ausstellungen ist für mich immer der wichtigste Aspekt gewesen, mit den Besuchern, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und einfach im verbalen Austausch so ein bisschen was aus meinem Herzen, aus meiner Welt, aus dem Bella Space nach draußen zu bringen. So, und dann habe ich mir jetzt natürlich überlegt, für diese Woche der Geschenke, ich werde das jetzt einfach in meinem Atelier mit euch hier in Form eines Videos machen. Das heißt, ich werde euch verschiedene Bilder, Kunstwerke aus meinem aktuellen Bestand hier zeigen und euch ein paar Worte dazu benennen, was meine Gedanken, was meine Gefühle, was meine Emotionen, was meine Seele da eigentlich ausdrücken wollte, was ich da gesehen habe und wie ich es quasi aus meinem geistigen Bereich durch meine Arme vom Herzchakra über die Arme nach draußen auf die Leinwand projiziert habe. Und da möchte ich gerne mit dem ersten Bild beginnen. Oh, ich liebe dieses Bild. Das Bild nennt sich Symbiose und das ist für mich die Wahrnehmung der Welt, wo alles miteinander verschmilzt. Es ist quasi eine Schwingung, eine Energieform. Es ist ein ewiger Fluss, eine ewige Kommunikation zwischen Pflanzen, zwischen Natur. Und es ist wie ein Strudel, der sich quasi zwischen den einzelnen Pflanzen, zwischen den Bäumen, zwischen den Sträuchern, Wiese, Blumen, zwischen den Tieren, es bewegt sich wie so ein Strudel, es ist eine Art Frequenzbereich, ein Schwingungsbereich. Und alles ist in diesem Beschwingungsbereich einbegriffen. Es ist das Element Luft einbegriffen, es ist das Element Erde einbegriffen, es ist das Element Feuer einbegriffen. Feuer ist quasi die Lebensenergie und es ist das Element Wasser mit einbegriffen. Und all diese vier Elemente schwingen in jedem Baum, in jeder Pflanze, in jedem Rasen und natürlich auch in jedem einzelnen Tier, in jedem einzelnen Menschen. In jeder Person schwingen diese Elemente.
Die Wasserenergie ist zum Beispiel das Element der Gefühle, der Emotionen, darüber, dass ich fühlen kann, dass ich weiß, wie ich mich fühle, anhand dessen, dass ich weiß, wie ich mich fühle, indem ich das beschreiben, bestimmen kann, kann ich auch in dem Moment, wenn ich sage, ich fühle mich gut, weiß ich auch, dass mein Schwingungsfeld, dass meine Frequenz, dass mein Energiebereich gerade im positiven Aspekt ausgerichtet ist. Und genauso zeigt sich das in der Flora und Fauna. Wenn zum Beispiel ein negativer Schwingungsbereich ist, zum Beispiel ein sehr saurer Boden, Erde, dann können dort nur bestimmte Pflanzen wachsen, wo nur bestimmte Pflanzen in diesem nährstoffarmen Boden oder stickstoffreichen Boden beständig sein können. Und alles miteinander harmoniert. Das heißt, der negative Aspekt befruchtet den positiven und der positive Aspekt befruchtet den negativen. Und aus dieser dualen Welt, aus diesen dualen Schwingungen, kann sich quasi das große Ganze bilden, quasi eine Symbiose, dass sich alles miteinander nährt und dass sich alles miteinander befruchten kann. Und im Endeffekt, für mich ist der Aspekt, viele Menschen denken ja immer, zum Beispiel das Element Wasser. Das Element Wasser steht halt für die menschlichen Gefühle und Emotionen. Unser Körper besteht aus 60-70% Wasser. Und Wasser hat eine Schwingung, eine Frequenz. Und im Endeffekt, all das, was wir in unser Abwasser hineintun, all das, was die Industrie, die, alles, was in die Flüsse reingespült wird, der Müll, alles, was in die Weltmeere gespült wird, es verbindet sich, es bildet eine Symbiose mit dem Element Wasser. Und wenn jetzt jeder denkt, ich gehe in den Supermarkt und kaufe mir 2 Kisten Wasser, weil die sind ja gereinigt und da wurde ja irgendetwas gemacht, dass das sauber ist im Endeffekt, es schwingt alles miteinander. Jede Pflanze nimmt genau das Wasser auf, was es im Boden gibt, quasi das Wasser, was wir zurückgelassen haben oder was wir Mother Earth, der Mutter Erde, wieder zurückgegeben haben. Und all diese Aspekte, ob das Medikamentenrückstände sind, ob das, was auch immer, Giftstoffe sind, die im Erdboden sind, jede Pflanze nimmt es auf, mit der Pflanze nimmt es jedes Tier auf, mit der Pflanze nimmt es jeder Mensch in sich auf. Und wenn wir denken, wir trinken sauberes Wasser, dann ist aber das Wasser, was wir nicht eigentlich gar nicht sauber halten, weil wir gar nicht darauf achten, was wir uns alles zuführen und über unsere Ausscheidung, über den Körper dann einfach zurück in die Erde geben. Und nicht immer kann Mutter Erde alles so schnell wieder bereinigen. Und das ist der Aspekt, dass alles miteinander schwimmt. Und für mich ist das immer, wenn Menschen sagen, zum Beispiel, ich nehme nur gefiltertes Wasser oder ich nehme nur dieses Wasser oder das muss, ich kaufe das nur im Supermarkt. Das ist für mich immer der Aspekt des Getrenntseins. Man fühlt sich getrennt von allem anderen. Wenn ich mich zum Beispiel in den Zug setze, da sind wir dann bei dem Element Luft. Luft ist zum Beispiel die Gedankenenergie. Wenn ich mich zum Beispiel in einen Zug setze und ich setze mich in den Zug und jeder denkt irgendwie gerade im Moment, wenn ich diese Maske aufhabe, bin ich geschützt von allen Negativitäten um mich herum. Und die eigentliche Negativität ist nicht das, was durch die Luft fliegt, was ich über meinen Körper einatmen könnte. Die Negativität oder das, was mich vergiftet, ist das, was ich gar nicht wahrnehme. Aktuell ist das Bewusstsein der Menschen aber noch so ausgerichtet, dass sie das alles nur über das Körperliche wahrnehmen, bewusst wahrnehmen können, indem sie etwas an ihrem physischen Körper spüren, wenn etwas drückt oder sonstiges. Aber Fakt ist, wir gehen jetzt auf eine Entwicklungs-, auf eine Bewusstseinsstufe, wo ich aus der körperlichen Ebene herausgehe. 50 bis 60 Zentimeter um meinen Körper ist mein Emotionalkörper, ein Stück weiter mein Emotionalkörper. 2 Meter Abstand von meinem physischen Körper ist mein Kausalkörper, mein Seelenbereich. Und in diesen 2 Metern nehme ich alles wahr. Ich kann, wenn ich mir darüber bewusst werde, wenn ich mein geistiges Bewusstsein öffne, ich kann mir alles, was in diesen 2 Meter Frequenz ist, kann ich alles bewusst wahrnehmen, ich kann es erfüllen. Und in dem Moment ist die größte Vergiftung, wenn ich in einem Zugabteil
auf engstem Raum mit Menschen zum Beispiel sitze, ist die größte Vergiftung das Gedankengut ist, was dort herumschwirrt. Das ist das Element Luft. Und das nehme ich zum Beispiel in meinem mentalen Feld, nehme ich das wahr. Und das geht in meine Aura rein, das geht in mein Energiefeld rein. Und dann muss ich schauen, was kommen auf einmal, wie fühle ich mich? Fühle ich mich eingeengt? Fühle ich mich bedrückt? Fühle ich mich frei? Fühle ich mich gut? Und da zu schauen, sind das gerade meine Gedanken? Was sind eigentlich gerade meine Gedanken? Sind die positiv ausgerichtet? Sind die negativ ausgerichtet? Und so kann das jeder Mensch für sich machen. Und jeder Mensch bereinigt sich damit. Und wenn ich in mir, meinem Mentalkörper, meinem Emotionalkörper bewusst werde, was tut mir gut, was nährt mich, was nährt somit, was ist lichtvoll und nährt somit auch mein Umfeld um mich herum, was tue ich dem anderen eigentlich an, wenn ich die ganze Zeit in Angst, Sorgen verhaftet bin, was tue ich meinem Kind eigentlich damit an, was mir ja richtig nah an meinem Energiefeld ist. Und sich dessen bewusst zu werden. Und Bewusstsein ist nicht, dass ich das Wasser kaufe, was gefiltert und bereinigt und aus einer Quelle kommt. Bewusst ist das, was gebe ich aus mir heraus. Denn ich bin im Endeffekt die Quelle. Ich bin die Quelle, die Bewusstsein schaffen muss. Und bisher war es so, dass man im Außen immer das Gute gesucht hat. Ein gutes Heilwasser aus der Quelle, eine gute Nahrung, Nährstoff, Lebensmittel vom Biobauern. Und das ist gut, dass wir diese Ebene uns bereits bewusst gemacht werden. Aber mit der neuen Symbiose, dass alles ineinander greift, ist jetzt der Bewusstseinssprung nötig, dass ich mir das Bewusstsein von meinem Inneren heraus mache, dass ich die Quelle bin, dass ich die Quelle des Lichtes bin, dass ich die Quelle für das Gute bin. Und was ich in die Natur gebe, was ich in mein Außenfeld, in die Menschen, in alle Situationen um mich herum gebe, ist das eigentlich gut? Bisher haben wir immer geschaut, was kann ich von Gutes vom Außen mir zuführen, damit es mir gut geht. Im schlimmsten Fall in der 3D-Matrix, damit ich mich noch bereichern kann. Und genau das ist jetzt das Umdenken, dass alles miteinander verbunden ist, egal in welcher Struktur, dass alles miteinander fließt, dass alles auf einer Schwingungsfrequenz ist oder sich zumindest auf eine Schwingungsfrequenz zubewegen sollte. Wenn es das nicht tut, dann merken wir immer, oh, mit dem komme ich nicht klar, oh, das ist mir nicht sympathisch, oh, hier fühle ich mich nicht wohl. Und genau das sind die Aspekte, die jetzt bewusst gemacht werden sollen. Was gebe ich aus mir heraus? Gebe ich Licht? Gebe ich Positivität raus? Wenn ich traurige Momente teile, sind das Erfahrungsschätze. Es ist wichtig, das zu teilen, aber wie teile ich es? Teile ich es als Erfahrung oder teile ich es, wo ich immer noch im Leid feststecke und Leid vor dieses Geschichte erzähle, aus meinem eigenen Leid heraus, dann schicke ich auch diese Frequenz ins Außen. Wenn ich es aber für mich bewusst gemacht habe, dass ich nicht im Opfer bin, dass ich nicht mehr unter dieser Situation oder Person leide, dann gebe ich eine ganz andere Frequenz raus, dann gebe ich die Frequenz des Schöpfers raus, dann habe ich bereits mein Leid in Licht erschaffen, in Licht transformiert, in Licht umgewandelt. Das ist gerade ein Riesenprozess, das ist ein Riesenfluss und genau das besagt dieses Bild. Ihr Lieben, es sprudelt gerade wieder so richtig alles aus mir raus. Ihr könnt euch vorstellen, wie es sich anfühlt, wenn ihr live in einer Ausstellung zu mir kommt und dann direkt vor mir steht und ich mit Händen und Füßen alles erzähle und rauslasse. Und für mich fühlt sich das auch gut an. Ich fühle mich lebendig dadurch. Ich darf das alles teilen, was da in mir ist, was ich sehe, was ich wahrnehme in diesem Space und in diesem kreativen Raum, wo irgendwie alles greifbar, alles fassbar, alles möglich ist und das irgendwie rauszuziehen und mit Farben auf die Leinwand zu bringen, das ist für mich der helle Wahnsinn, das ist die absolute Erfüllung und diese Momente mit euch zu teilen, das erfüllt mich jetzt gerade richtig und ich möchte euch noch einmal herzlich danken für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch um einige Erkenntnisse bereichert, vielleicht auch einen neuen Raum geöffnet, vielleicht auch eine neue Sichtweise eröffnet. Und ich wünsche mir aus tiefstem Herzen, dass es euch erfreut hat, eure Seele genährt und eurer Seele dient. Und ich sende euch von Herzen Licht und Liebe. Auf bald.